Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich jetzt? Willst du mich denn komplett rollen? Welcome back, welcome back, welcome back to Sturmeck und die EFC Euro 2024 Viertelfinale Spanien gegen Deutschland. In Real Life würde ich gerade sagen, knappes 1:0 für unsere deutsche Nationalmannschaft, was die FC24 Prognose aussagt, das siehst du jetzt. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Halbzeit. Ich spiele natürlich Deutschland und dann hoffen wir mal, dass Spanien nicht unser Angstgegner bleibt, nachdem wir ja 2008 im Finale bei der Europameisterschaft durch Torres mit 1:0 verloren haben oder halt auch bei der WM 2010 durch Puyol, Kopfballtreffer nach einer wunderbaren Ecke und wir durften dann nicht ins Finale reisen. Ah! Schade Marmelade, der Angriff sah gar nicht so gut aus, aber man darf auch nicht vergessen, Deutschland muss sich natürlich im Gegensatz zu dem Spiel gegen Dänemark hart steigern, um die Spanier überhaupt irgendwie in den Griff zu bekommen. Denn die spielen ja, muss man ja dazu sagen, sehr, sehr guten Fußball. Und das war ja kein Abseits. Okay, krass. Herr Neuer, da regst du dich natürlich mit richtiger Nervosität auf. Das war gar nicht mal so gut von mir. Das habe ich selber gemerkt. Aber am Ende ist es, wie es ist. Können wir nichts machen. Ich kriege den Ball mal wieder nicht raus. Ich wollte gerade sagen, und jetzt doch. Dann gucken wir mal, ob wir hier mit Wills ordentlich davonziehen. Nein, zu weit vorgelegt. Schade, Marmelade. Der war gar nicht so schlecht, muss man ja dazu sagen. Aber es sollte am Ende nicht das dabei rumkommen, was ich mir jetzt hier erhofft habe. Spanien versucht natürlich wieder mit kongenialen Pässen durch meine Leute zu kommen. Und ich weiß gerade gar nicht so wirklich, wohin mit der Pille. Schick ihn dem Mittelstädt. Dem Mittelstädt links außen, Flanke nach oben, kommt die kommt an. Kutsching! 1:0 durch Musiala. Genau so muss das ablaufen. Großes Kino. Stark, ganz, ganz stark. Schöne Flanke auf Musiala, der hier schön frei steht. Und dann Volley ins, ich wollte gerade sagen, ins linke runde Eck, aber der ging gar nicht genau ins Eck, sondern ein bisschen mittig und dann sogar noch unhaltbar für Spanien. Bam, bam, genauso muss das ablaufen. Wenn das im Real Life voll auch so passiert, wäre das richtig genial. Ach, großes Kino. Wirklich sehr, sehr großes Kino. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier kein Gegentor kassieren. Das wäre nämlich fatal. Wollen wir natürlich nicht. Die Spanier versuchen es auf jeden Fall über die linke Flanke. Kommen in meinem Strafraum und tänzeln mich hier halbwegs aus. Ich kriege den Ball aber zum Glück gerettet, könnte man so sagen. Gündogan. Auf Havertz. Havertz, komm schon, Digga, komm schon. Nein, wieso schießt du denn den Mann an? Was ist da los? Junge, so freistehend. Das wäre das 2:0 gewesen. Alter, wirklich. Was denn du? Ah, okay, ich dachte gerade, der geht gegen mich oder was? Ey, so schön durchgesteckt und dann kriegt der Bengel das nicht in den Kasten versenkt. Ist das ärgerlich. Wir versuchen es mit Kroos aus der Distanz. Uff. Schön, Cavallal. Oh, genau. Nein. Ah. Manometer. Die Spanier jetzt wieder mit dem Vorwärtsdrang. Versuchen es wieder über links. Das kriegen sie eigentlich gut gebacken. Oh, ich kriege den Ball natürlich wieder nicht, wie ich es mir hoffe. Starker Abschluss, aber Neuer pariert perfekt. 33 Minuten gespielt, 34. Minute läuft. Spanien noch nicht so wirklich, wie man sich das vielleicht denken würde. Wir sind bis jetzt das bessere Team. So, Jungs, laufen wir schön, genau. Toni Kroos. Kroos auf links außen mit viel Platz, Flanke kommt. Und die kommt nicht an. Nein. Wieso war die denn so kurz? Andrich, ja. Na,
Wir wollen ihn jetzt hier nicht ziehen lassen. Williams, Alter, der ist aber auch schnell. Und dann stehen wir dazwischen. Und Neuer rettet uns mal wieder mit einer Glanztat den Arsch. Mann. So, Einwurf unsererseits. Bitte nicht zu den Spaniern passen. Das wäre schon richtig genial. Mittelstädt. Links außen. Schickt den Wilz. Der schickt Havertz. Havertz jetzt mit ein bisschen Platz. Wir versuchen es einfach. Oh, schade. Kurz vor der Halbzeit. Eckstoß. Toni Kroos führt aus. Kommt er an? Nein, der kommt nicht an. Oh, schade. Da von hinten. Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Wir führen 1-0 dank Musiala in der 18. Minute. Und hätten eigentlich auch schon 2-0 führen können. Aber Havertz hat den letzten Pfiff, Knick, wie auch immer, nicht gefunden, um halt das 2-0 zu erzielen. Das war ein bisschen ärgerlich. Spanien hat nämlich bis jetzt noch nicht so viel geliefert. Natürlich die ein oder andere Chance gehabt. Wir hatten da aber sehr, sehr viel Mehl, dass das Ganze... Boah, was denn? Nu! Achso, ich dachte gerade, ich habe irgendwas verbrochen. Ey, was ein Glück, dass ich das nicht gewesen bin. Sondern Carvajal, der hier anscheinend ein Foul getätigt hat. Achso, ja, aber ich bin noch am Ball geblieben. Also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gepfiffen. Muss man dazu sagen, ich hätte das natürlich so jetzt nicht unbedingt gesehen, dass man da jetzt großartig einen Pfiff vollbringen muss. Jetzt werden wir ein bisschen mehr gepresst als in der ersten Halbzeit. Oh, ich dachte, den steckt er durch. Der wäre perfekt gekommen auf Havertz. Dann hätten wir vielleicht eine nächste Chance bekommen, hier dann doch die Führung auszubauen. Jetzt ist Morata auf jeden Fall am Ball. Der passt dann erstmal schön runter, wieder zurückgepasst. Doppelpass also mit Morata. Jetzt spielen sie hier wirklich Doppelpässe und Doppelpässe mit ihm. Mit dem Kapitän, jetzt haben wir die... Boah, bitte kein Handspiel. Oh Neuer, was machst du denn da? Also wirklich. Junge. Oh. Nächster Eckball für die Spanier. Olmo. Und damit haben wir zur nächsten Ecke geklärt. Ja, großartig. Das ist doch jetzt nicht mein Ernst. Bitte raus mit dem Ball. So können wir es natürlich auch angehen. Jetzt haben wir eigentlich Platz. Okay, den habe ich gerade ein bisschen übersehen, obwohl ich aufs Radar geschielt habe. Aber es hat nicht so wirklich geholfen, darauf zu gucken. Die Spanier jetzt über links. Oh, schön, Mittelstädt. Gut dazwischen geblieben. Na? Raus. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich jetzt? Willst du mich denn komplett rollen? Wie kannst du denn in dieser Situation Elfmeter pfeifen? Er hat doch den Ball ganz normal gespielt, würde ich behaupten. Hier in der Zeitlupe. Ach komm, hör doch auf. Also wirklich. Jetzt können die hier ausgleichen. Das ist doch nicht euer Ernst. Nein! Mann! Die gleichen wirklich aus. 1-1, ey. Verdammte Axt. Schön geführt. Und dann mit einem Elfmeter kommen die zurück ins Spiel. Oh, ist das peinlich. Wirklich. Also sowas kannst du dir nicht ausdenken. Spanien wieder über die linke Seite mit Williams, der jetzt noch nicht so genau weiß, wohin mit dem Ball auf Morata. Oh. Ja, genau. Was? Ich krieg den Freistoß nicht? Das ist doch jetzt lächerlich. Also wirklich. Rodri. Ja, Rodri wird ihn trotzdem schießen. Rodri läuft an, schießt nicht. Okay, krass. Überlaufen. Und oh, ich dachte gerade, das wäre ja fast ein Eigentor geworden. Glücklicherweise war Neuer dann doch noch am Start. Und der Pass kommt nicht durch. Es ist doch zum Mäusemelken hier. Manometer. Hallo. Jo, so wollten wir das jetzt aber nicht. Geh nur an, du kriegst die Pille und läufst trotzdem in den Spieler. Das macht ja mal so gar keinen Sinn. Und dann bist du auch noch zu langsam. Ey. Junge, die Spanier wieder an der Pille.
Wissen aber auch nicht so genau, wohin damit. Das war so klar, dass der Pass dann da wieder hingeht und ich trotzdem nicht parat stand. Hallo! Kimmich, ein bisschen mehr Einsatz. Wow! Rodri, Junge, was machst du hier mit mir? Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Schönes Tor, also wirklich. Gut hingespielt, aber Kimmich war auch zu langsam und dann wird hier Rodri perfekt angespielt und dann zieht er auch direkt in den Knick ab. Alter Verwalter, das ist doch jetzt hier wirklich nicht euer Ernst. Ist ja auch nicht so, als wenn wir nicht chancenmäßig Möglichkeiten gehabt hätten. Musiala kann sich hier wunderbar durchsetzen. Immer noch wunderbar durchsetzen. Musiala drückt ab und dann drückt er so luschig ab. Ist das dein Ernst? Wirklich? Boah, das hätte der Ausgleich sein müssen. Und Spanien kriegt sich hier noch gerettet. Ey, das ist ja wirklich. Ecke, Kroos. Die kommt nicht an. Witz. Knallt ihn eigentlich Richtung Tor, aber irgendwie kriegen wir die Pille. Was jetzt? Was ist? Abseits. Ist okay. Hör doch auf, du. Das ist ja wohl eine Schweinerei hier. Also wirklich. Was? Also. Nicht zu verstehen, Schiedsrichter. Okay. Wir haben den Ball. Jetzt müssen wir irgendwie doch noch zum Tor vollkommen Witz. Katsching! Kurz vor Ende der regulären Spielzeit kriegen wir hier den Ausgleich hin. Ah, großes Kino. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass hier überhaupt irgendwas zusammenkommt, damit wir hier nicht noch im Anschluss... Ah? Musiala. Musiala rechts außen. Wir flanken das Ding hoch, aber zu dicht Richtung 5-Meter-Raum. Und damit willkommen zur Verlängerung. Erste Halbzeit, es steht 2:2. Wir haben kurz vor Schluss glücklicherweise noch den Ausgleich erzielen können, nachdem Spanien das Spiel gedreht hat. Also man muss dazu sagen, das hätte ich so nicht kommen sehen, nachdem ich ja 1-0 in Führung gelegen habe und Neuer wird ausgetanzt und oh, zum Glück schießt er vorbei. Zum Glück schießt er vorbei. Ah, wirklich, so viel Mehl in dieser Situation, das ist ja... Ah, ich komme auch nicht an ihm vorbeigelaufen. Spieler, hallo. Spanien jetzt wieder mit Morata, kann hier Tah überlaufen. Morata spielt zurück und der kriegt den Ball trotzdem wieder. Sage mal, Cavallar, jetzt reicht's aber hier. Also dieser unberechtigte Elfmeter, der liegt mir auch immer noch im Kopf, wirklich. So ärgerlich, ey. Ja, ich habe doch eigentlich gedrückt, aber ist okay, wenn du das jetzt nicht annimmst. Muss man nicht verstehen. Mittelstädt. Mittelstädt? Oh, der Cavallar steht da auch wirklich mit seinem Füßchen am Ende noch wirklich hart im Weg, du. Witz. Flankt hoch, kommt nicht an. Witz köpft, aber der Ball geht nicht zum Mitspieler, wie es vielleicht hätte passieren sollen. Jetzt die Spanier mit Pedri. Oh, Pedri, schöner Pass. Oh, der kommt wirklich gut. Der kommt wirklich gut und wir stehen dazwischen und es gibt wieder Elfmeter und wieder ist es da. Schiedsrichter, du gehst mir auf die Eier. Was soll denn bitte? Ja, also der war definitiv nicht an der Hand. Oh, jetzt Morata, wirklich. Und wir halten ihn diesmal. Oh. Stark, Manu. Wirklich ganz, ganz stark. So, was willst du jetzt hier wechseln? Nein, ich wechsle doch nicht Witz gegen Müller aus. Ich wollte Müller vorhin gegen Gündoğan anbringen, du Lappen. Manometer. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit der Verlängerung. 2:2 steht es noch. Noch sieht alles so aus, als wenn es vielleicht zum großen Showdown im Elfmeterschießen kommen könnte. Wenn wir uns hier wirklich anstrengen und den Ball bei unseren Menschen halten und der ist gut durchgesteckt. Oh, Witz, steh auf, steh auf, steh auf. Witz. Oh, Junge. Da kriegt er den Ball, fällt aber um. Oh, Gündoğan, dass du auch wieder in den Spieler laufen musst, ey, wirklich. Aber die Chance hier gerade mit Witz, das ist ja, also...
Oh, ey. Wirklich. Ich war am Ball. Schön von Mittelstädt gesehen. Und dann dieser Fehlpass meinerseits. Ey. Kriegen die Spanier jetzt hier wirklich noch das Tor, was wir alle brauchen? Denn ich kriege hier schon wieder den Ball nicht. Stark von Kimmich. Gündogan kriegt die Pille trotzdem nicht. Morata passt zum guten Mitspieler. Dann wird er nochmal gepasst. Und dann? Wir kriegen den Ball einfach nicht raus. Junge. Oh. Und damit willkommen zum Elfmeterschießen Showdown zwischen Spanien und Deutschland. Diesmal schießt er nach rechts, der Morata. Links oben. Bam. Torres nach rechts. Oh. Gündogan rechts unten. Bam. Merino rechts. Bam, gehalten. Toni Kroos rechts unten. Nein. Olmo, ich spring nach links. Und ich halte ihn, ja. Okay, Kimmich rechts oben. Kimmich rechts oben. Bam. Okay, Spanien. Nein. Andrich. Okay, Andrich, wir schießen. Andrich, wir schießen nach rechts oben. Rechts oben. Geschenk! Wir stehen im Halbfinale nach Elfmeterschießen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und teile das Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Video. Das nächste hier auf jeden Fall nochmal rein. Die Europameisterschaft 2024 als großes Hallenturnier, wer am Ende da gewinnt, das kannst du dir absolut nicht ausdenken. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.